zurück zu Lost Ark. Zeit für die Schlacht. Zeit für die Schlacht, stimmt. Ich bin in der Zwischenzeit ein bisschen fleißig gewesen. Ich habe mal wieder ein paar Mokoko-Samen gesammelt. Ja, ich glaube, mir fehlt irgendwie hier... Also hier fehlt mir noch einer, aber ich habe so in den vorherigen Gebieten... Ich weiß gar nicht. Hier so... Kann man sich das... Nein, ich will da nicht hinreißen. Ich will mir das eigentlich nur angucken. Wo wir so herkommen und so. Hier haben wir halt 11 von 13. Da habe ich keine Ahnung mehr gefunden. Oder war das ein Gebiet? Wo war denn das? Da war irgendwo so eine Wand, wo ich noch so ein Lied spielen musste oder sowas. Nee, das war, glaube ich, nicht hier. Das war irgendwo anders. Hier war das, glaube ich. Genau, da kann man von der einen Seite gar nicht hoch. Und hier oben ist wie so ein Gewirr aus Baum und Blättern und was weiß ich. Da muss man, glaube ich, irgend so ein Lied spielen, damit sich das öffnet. Das habe ich aber nicht bisher. Deswegen, ja, aber ansonsten war ich hier ein bisschen fleißig. Hab so ein bisschen was gesammelt und gemacht und getan. Und ja, jetzt machen wir hier mal weiter. Wir sollten zur Schlachtebene. Ich habe, ach so, noch einen Ratgeber-Quest angenommen gehabt. Wo war denn das? Ach, ich weiß schon wieder nicht, welche Buchstaben das alle sind. Da war hier noch eine zweite. Die habe ich noch mit angenommen. Die machen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich diese. Oder vielleicht ist es auch die auf dem nächsten. Du musst erst ein Gebiet besuchen. Okay, kann ich mir noch nicht angucken, weil da waren wir noch nicht. Hier müssen wir jetzt aber erstmal Kanonen reparieren. Das machen wir auch gleich, wenn ich welche finde. Da steht schon mal eine. Wie viele müssen wir denn machen? Alle? Oder reicht eine stellvertretend? Da reicht schon eine stellvertretend. Okay, dann können wir ja weiter hier runter. Ja. So, wo müssen wir denn lang? Hier irgendwie... Lass mich bitte einfach alle in Ruhe. Oh, darum. Verwirrt. Lass mich das hier durch. Oh, da ist ein. Den nehmen wir noch mit, weil der ist hier. Den hatten wir sogar noch nicht. Also, ich meine, wir waren ja auch noch nicht hier. Aber manchmal gibt es ja die gleichen von denen an verschiedenen Stellen. Irgendwas, ein Mokoko oder so. Nee, ach so, ja, genau, das ist der gleiche, glaube ich. Das ist jedenfalls öfter mal so. Das ist die gleichen, die es ein paar Mal gibt. Und er zählt dann wahrscheinlich nicht nochmal für den Eintrag. Also er zählt dann in der Regel eben nicht nochmal für den Eintrag. Aber manchmal ist halt der eine nicht da und dafür der andere. Das ist ganz gut. Aber da ist er schon wieder respawned. Das ist dann ganz gut für die Einträge. Wir können ja mal gucken, wie weit wir hier so sind. Die haben wir, glaube ich, alle schon abgeholt. Hier in Judia habe ich natürlich auch wieder ein bisschen was geschafft und ein bisschen was abgeholt. Und hier in Retranspiel, da war ich jetzt nicht nochmal. Ich habe, glaube ich, nur ab Judia irgendwie nochmal gesucht. So, dann müssen wir... Oh, den müssen wir mitnehmen. Den mal bitte jetzt nicht einfach alle anspringen. Ich würde das gerne zusammen haben. Und dann das machen. Ach. Die nerven halt super mit ihren Angstsachen und so. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Hör auf, mir hinterher zu fliegen. Ja, toll. Genau in die falsche Richtung. Hier sind manchmal die, die so umrandet sind, so wie der jetzt. Die sind irgendwie für irgendeine Quest oder so. Die sind, habe ich das Gefühl, wesentlich stärker als die normalen. Die halten halt auch mehr aus als zum Beispiel dieser Mini-Boss-Fuzzi da. Haben wir irgendwas Cooles bekommen? Ach, ich habe übrigens auch, ihr seht es vielleicht, ein bisschen ausgemistet. Ich habe mal diese ganzen Sachen, wo ich mich nicht entscheiden konnte, die habe ich erstmal in mein Lager gepackt. Oh, oh. Ich bin schon weg. Genau, hier habe ich erstmal ausgemistet. Ich habe mal endlich auch verkauft. Was müssen wir hier mit? Abuela. Du bist auf dem Weg zur Schlachtebene. Diese Zone hat einige Relikte. Obwohl wir hier im Bilbrinwald auch einige Relikte haben, drücke M und schaue auf der rechten Seite der Weltkarte nach, ob es sich um einen Ort handelt, an dem man Relikte ausgraben kann. Wenn du in der Schlachtebene ankommst, such bitte nach den verborgenen Relikten. Nutze Sonar, um nach dem Geräusch der verborgenen Relikte unter der Erde zu suchen. Und wenn du eine Stelle findest, wo das Geräusch schnell schlägt, benutze Reliktsuche. Dann wird sich dir eine Geschichte offenbaren. Hier, nimm das Ausgrabungswerkzeug. Ich habe es vom Handwerksfertigkeitshändler für dich gekauft. Du musst es nur noch ausrüsten. Ausgerüstete Werkzeuge können innerhalb deines Kaders geteilt und im L entfernt werden. Sonar jagt den hinterlassenen Geräuschen der Zeit nach und Reliktsuche entdeckt ihre wahre Form. Das darfst du nicht vergessen. Okay, haben wir jetzt bekommen. Hatten wir aber schon was. Ausgrabungskram.
Superrüstung beim Graben. Das hier hat 2, boah, ich glaube, ich finde das andere besser, muss ich sagen. Aber wir können hier... Ratgeber. Gucken wir mal. Da müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo eins ausgraben. Hier sind ja Relikte. Ach du je, wie muss ich denn das benutzen? Ausgrabung. Erfordert Anstrengung, ist aber sehr lohnend. So nah. Kannst du Bonusmaterial auf der Natur? Okay. So nah und direkt zu erlauben, die Relikte zu finden. Wie kann ich das denn machen? Das ist ja eigentlich ziemlich cool, ne? Achso, da war ich gleich schon richtig. Kann ich das verwenden? Kann ich das... verwenden? Müssen wir erst absteigen? Damit ich das verwenden kann? Oh ne, ich wollte es nicht wegpacken. Habe ich es jetzt ausgezogen oder ganz weggepackt? Ausgezogen. Okay, was haben wir denn? Wo ist denn hier? Werfen so nah. Ah, das testen wir mal. Gibt es hier direkt bei ihr was? Das wäre halt super cool zum Üben, so einfach. Das heißt, ich laufe da einfach nur lang. Muss ich das häufiger benutzen oder was muss ich da machen? Ja, hier raus wollte ich jetzt noch nicht. Begib dich zur Schlachtebene. Vielleicht ist das tatsächlich dann einfach nur der nächste Quest-Step. Du bist also der Fremdling, der die Tochter des Anführers gerettet hat. Kanonen, die haben wir nie wirklich benutzt, aber ja, die haben wir. Oh, du hast sie repariert? Unser Anführer kann etwas stur sein, aber vertrau mir, er weiß, wie er seine Schulden begleicht. Ich bin sicher, dass er sehr dankbar ist. Ich werde es auch weitererzählen. Danke. Das ist schön, haben wir gerne gemacht, auch wenn ihr die nie genommen habt. Dann müssen wir wohl erstmal zur Schlachtebene, auch wenn es hier scheinbar auch irgendwo Relikte gibt. Dann gehen wir mal eben dahin und dann gucken wir mal, ob wir da auch was finden. Das wäre super cool. Also es gab bei WoW auch mal Archäologie und so. Oh, den müssen wir ganz kurz einmal mitnehmen, wenn er schon hier rumläuft. Oh, falsche Taste. Ganz kurz. Das hier ist wohl der Archäologie-Part, wo ich dann suchen soll, oder? Wenn das hier so markiert ist, ist das das? Gucken wir mal. Ah. Ja, und jetzt? Wie grabe ich denn? Dann will ich suchen. Ja. Das war's schon. Und die graben wir dann einfach aus. Wie lustig. Okay, also A und R. Ach so, das war's schon. Oder geht's hier jetzt noch weiter? A, R. Wie viele gibt's denn davon? Oder war ich halt einfach nur zu langsam für alle? Das können wir auf jeden Fall schon mal abschließen. Dann haben wir hier besseres Ausgrabungswerkzeug. Das können wir direkt mal anziehen. Das können wir auch mal lernen. Das hier sind schon wieder die... Welche Taste war das? B. B. V. K. L. J. Mann. I. O. P war das, glaube ich. Ja, P war das. So, den wollten wir anziehen und dann wollten wir den hier, ne? Der? Ist das der, den wir brauchen? Ja, so. So ist am besten. Aber wir hatten hier gerade auch noch, was war denn das? K? Kader. War das Kader? Achso, nee, hier können wir was lernen. Aber Kaderstufe haben wir auch, weil ich eben ein paar Mokoko-Samen und sowas gesammelt habe. Sind wir hier, glaube ich, auch wieder ein Level höher, genau. Ist natürlich noch nicht so viel, aber... ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier noch für Aufgaben? Das mit dem Reliktkram muss ich auf jeden Fall dann auch nochmal nebenbei so ein bisschen machen. Das finde ich ganz cool. Wenn ich eh rumlaufe, um diese ganzen Sachen zu suchen. Du bist hier. Ja, ich bin hier. Regent Schericht hat seine Dämonentruppen an die Front geschickt, um uns zuvorzukommen. Er wartet bestimmt mit seinen Haupttruppen, bis wir erschöpft sind. Kriegspriester vom Medrik-Kloster haben sich freiwillig gemeldet, um sich den Dämonen entgegenzustellen.
Dank ihnen konnte sich Tyrains Hauptarmee durchkämpfen und eine Garnison errichten. Aber wenn wir den Rest der Dämonen nicht ausschalten, werden sie Tyrains Armee von hinten angreifen. Wir müssen den Kriegspriestern dabei helfen, hier so schnell wie möglich aufzuräumen. Wir sollten Tyrain wissen lassen, dass die hintere Flanke seiner Armee jetzt sicher ist. Ich dachte, wir müssen hier erst aufräumen, bevor die sicher ist. Besiege die Chaotischen. Okay, wo sind sie denn? Sind sie das? Wahnsinniger? Zählt das auch? Das ist auf jeden Fall irgendwas, was wir brauchen für unser Buch. Okay, brauchen wir nicht. Haben wir schon gehabt. Wo sind denn hier die Chaotischen? Kupfererz. Sind das Chaotische? Chaos. Das klingt auf jeden Fall so. Schwerer des Chaos. Könnt ihr euch bitte nebeneinander stellen? Das sind 9. Das ging doch ganz gut. Hier noch irgendwo welche. Oh, da ist ein Sämchen. Ein Sämchen. Kommt ihr bitte zusammen. Fertig. Hier ist noch ein Mokoko. Den nehmen wir natürlich mit, wenn wir hier schon mal sind. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Dann geht's ab hier lang. Hier ist schon wieder so ein... Oh, da ist so einer. Aber wir nehmen ihn mal zusammen. Das ist bestimmt... Der macht hier bestimmt wieder schon wieder mehr Schaden, weil der irgendwie so orange leuchtet. Ich weiß noch nicht so genau, was das eigentlich heißt. So, aber könnt ihr mal bitte nebeneinander stellen? Gerade so alle getroffen. Okay. Huch, falsche Taste. Falsche Taste. So, hier mussten wir lang. Das muss alles in Ruhe. Ihr seid unwichtig. Ihr habt nämlich kein Symbol auf dem Kopf. Oh, aber da können wir mal ausgraben. Ja, wollen wir haben. Jetzt lass mich laufen. Habe ich da gerade richtig gesehen? Ja, habe ich das richtig gesehen. Fast übersehen. So, ein Sport da. Die nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal hier sind. So. Und dann müssen wir hier zu dir. Hi. Großartig. Die Kriegspriester haben tadellose Arbeit geleistet. Und all das dank dir und Amel. Anfangs konnten wir nicht schneller voranschreiten, weil wir auf die Truppen weiter hinten warten mussten. Jetzt können wir uns mit voller Geschwindigkeit bewegen. Ziehen wir los. Ja, dann ziehen wir los. Da vorne müssen wir scheinbar hin. Ja, dann ziehen wir da wohl mal hin, ne? Zeit für die Schlacht! Die Schlacht! Ich will euch motivieren. Ich kann noch dieses Lied, wie war denn das? Oh, das finde ich doch jetzt wieder nicht wieder. Notenblatt. Hier, dieses Lied der Tapferkeit. Genau, das will ich. Ihr seid alle super tapfer. Und jetzt seid ihr alle voll motiviert. La la la. Seid ihr motiviert? Habt ihr es gemerkt? Wie motiviert ihr jetzt seid? Nein? Ja? Nein? Doch? Vielleicht? Ich glaube, sie waren vorher einfach schon so motiviert, deswegen zählt ihr das nicht. Schwarzblutfeld. Thyrains Truppen haben sich gegen die Armee des Regenten in Bewegung gesetzt, die den Bilbrinwald angreift. Du musst die Armee des Regenten auf dem Schwarzblutfeld aufhalten. Machen wir. Sofort geben wir uns da direkt Mühe. Und können wir hier wieder mounten? Ich glaube nicht. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Menge los, wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, welche zu uns gehören, aber Folgt das... Wollte ich gerade sagen, sieht aus wie einer von uns.
Angriff! Hm. Das ist Varane, ja. Varane hat mehr Truppen gebracht als erwartet. Ja. Verräter überall, wo man hinsieht. Sie werden ihre Entscheidung noch bereuen. Ich werde die Gelegenheit nutzen und alle meine Gegner mit einem Schlag auslöschen. Ihr solltet euch besser bereit machen, Fürst Schericht. Okay, Mountain können wir nicht. Okay, dann gehen wir zu Fuß. Was müssen wir denn machen? Besiege sich nähernde Soldaten des Regenten. Diese hier. Ein bisschen kacke, dass ich die nicht zusammenziehen kann. Ich mag das immer, wenn die irgendwie alle zusammenstehen und die schön auf einmal weghauen können. So, 42. Wo bist du denn hergekommen? Meine Lieblingsattacke. Ah, zu weit weg. 75. Ich hab ja gar nichts mehr zu tun, wenn ich euch so viel helfe hier. Den machen wir auch noch. Und sogar zwei. So. Wo sind noch welche? Hier ist noch einer, der steht hier ganz alleine. Der ist mir ein bisschen zu lasch. Da sind noch Paars. Hallo Paars. Kommt ihr bitte mit? Diese Bogenfutzis, ne? Die nerven. Auch noch. Ihr kommt doch alle dran. Keine Sorge. Gehen wir bitte hier hin. Oh nein, hier so hin. Und hier so aus. Sehr schön. Ich glaube, ihr seid einfach egal jetzt. Ich muss hier nur hin. Ich muss nämlich vorrücken. Ist hier? Ja, genau. Der Junge, der König sein will. Ich habe schon auf euch gewartet. Und wie ich sehe, habt ihr die Rebellen aus dem Westen mitgebracht. Alle Verräter werden heute sterben. Kaduga, bringt mir Thyrans Kopf und den Bezwinger. Sehr wohl, Fürst Schericht. Keine Überlebenden! Ich will helfen. Lass mich helfen. Lass mich helfen. Vormarsch. Besiege Kardogan und die Truppen des Regenten. Kriegen wir doch wohl hin. So, können wir hier mal ein paar andere noch mitnehmen? Diese da zum Beispiel. Nicht sterben. So, 5 fehlen noch. Kardogan haben wir schon mal erledigt. So, hier sind wir bestimmt noch mal 5, ja, naja. Einer nur? Wo ist denn dann noch einer? Ja, ich schaff das schon.
Hier ist noch ein Einbruch. Wow, das lohnt sich ja. Fertig. Erledigt. Oh, es kommen noch ein paar mehr, wie es aussieht. Wir haben Hilfe. Auch gut. Doch die Wilbrin-Leute. Mein König, wir sind hier. Halt den Prinzen! Castleford, gerade rechtzeitig. Wir tragen den Kampf zu ihm. Ich stehe hier noch rum, ich warte hier noch so. Hab noch keinen Bock mitzumachen. Vollkommen, ich bin jetzt kurz diese Tüten. Ich bin hier ein bisschen hier beisammen. Ich mag das. Ja, dann müssen wir leider weiter. Aber ich habe euch geholfen. Die meisten sind tot. Freut euch mal ein bisschen, bitte. So. Ich bin aber auch lahmarschig, ne? Oh. Sind wir jetzt matt? Geht es dir gut? Ah, geht schon. Das wird wieder. Bin mir sicher. Das sieht ja charmant aus. Richtig freundlich. Oh mein! Du rufst mich wegen eines Streits unter Sterblichen? Carmine? Halt! Dieses Schwert! Du gehörst zu Lutera! Endlich! Die Chance, mich für die Demütigung durch deinen Ahnen zu rächen. Helf dir, warte kurz. Sie gehört mir. Nicht doch helfen. Das ist der Hüter des Bezwingers. Wo ist sein Licht? Hat er das noch Schwert nicht. Ist so stumpf und leblos wie du, Freundchen. Die Blutlinie schwindet. In dir steckt rein gar nichts von Lutera. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss an sich selbst glauben. Dieses Licht. Ja, darauf habe ich gewartet. Und nun eine ordentliche Schlacht bis zum Tod. Carmine, was hat das zu bedeuten? Ich befolge nur meine Anweisungen. Das sind die Befehle von Kazaros. Aber meine Rache, damit werdet ihr nicht davonkommen! Carmine! Ist das alles nur ein Spiel für dich, Dämon? Ja, aber keines, das ich heute spielen möchte. Nur keine Sorge. Ich werde schon bald ein Spielfeld für uns finden. Viel Glück mit deinem wahren Gegner. Versuch nichts kaputt zu machen. Licht des Bezwingers. Und wer ist jetzt der wahre Gegner? Bereiten wir diesem Spuk ein Ende. Ein für alle Mal. Burg Lutera, ich komme! Okay, ich weiß nicht genau, wer jetzt der wahre Feind ist. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich finde es richtig gut, dass er jetzt das Licht hat. Also wirklich, das freut mich. Dann hat er scheinbar jetzt angefangen, an sich selbst zu glauben. Denn die anderen beiden Eigenschaften hat er ja schon vorher gehabt. Also, ja, weiter geht's in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.